Wer ist die Klimaschutzpartei? Es muss Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann muss es jetzt entschlossene Schritte in diese Richtung geben. Unser Angebot ist, wir verbinden konsequenten Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke und sozialer Sicherheit. Es ist die Marktwirtschaft, die die Mittel bereitstellt, die wir danach investieren können in Digitalisierung und Klimaschutz. Unser aller Leben, das Leben unserer Kinder und Enkel, hängt davon ab, dass wir diese Herausforderung ernst nehmen. Dann Streichung der Mittel für den Kampf gegen den sogenannten Klimawandel. Da sind Kosteneinsparungen möglich. Denn nur wenn Klimaschutz den Alltag der Menschen mitdenkt, alle mit im Blick hat, werden die Bündnisse für Klimaschutz auf Dauer stärker sein als die Bündnisse dagegen. Wenn mir Klimaschutz wichtig ist, bleibt mir dann nur übrig, die Grünen zu wählen? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist immer abhängig von der Frage, wie stark sieht man sich selbst in der Eigenverantwortung bei diesem Thema, wie stark soll der Staat eingreifen, wie stark die Wirtschaft sich selbst regulieren. Da gibt es verschiedene Angebote, die verschiedene Parteien den Bürgerinnen und Bürgern machen. Aber die Grünen gelten ja schon als die Klimaschutzpartei. Was sind denn deren Forderungen für die Wahl jetzt im September? Ja, tatsächlich ist es so, dass natürlich eine Partei wie die Grünen, die halt seit ihrer Gründung sich ökologisch-klimapolitischen Themen halt verschrieben haben, eine sehr hohe Kompetenz halt in diesem Themenfeld auch haben. Und konkretere Ziele kann man beispielsweise darin ausmachen, dass sie sehr große Projekte anstoßen wollen in der Frage, wie schaffen wir einen gesamtgesellschaftlichen ökologischen Umbau, dass man die Überlegung hat, wie kann man den ökologischen Wandel auch sozial gerecht gestalten. Sie wollen beispielsweise viel mehr im Bereich Verkehr, ÖPNV, Ausbau umsetzen. Das sind aber natürlich langfristige Projekte, weil Bahnstrecken entstehen ja nicht über Nacht, sondern muss man halt langfristig planen. Und das ist jetzt tatsächlich vielleicht auch mal der Zeitpunkt, um dies zu tun. Ein großer Streitpunkt ist auch oft der sogenannte CO2-Preis. Was haben die Grünen da vor und wie soll das überhaupt funktionieren? Also die Frage, wie hoch dieser entsprechende CO2-Preis dann tatsächlich sein würde, wenn die Grünen regieren, das ist eine Frage von Koalitionsverhandlungen. Was tatsächlich neu hinzugekommen ist, ist das Konzept des sogenannten Energiegeldes. Den Grünen wurde lange Zeit vorgeworfen, dass sie Klimaschutzpolitik immer auf Kosten sozial schwächer situierter Personen machen. Und dem Energiegeld wird jetzt ein Konzept angewandt, bei dem es darum geht, dass je höher mein eigener CO2-Bedarf ist, desto höher zahle ich halt auch ein. Und dann soll über diese CO2-Bepreisung ein Energiegeld an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden, damit die das quasi wieder zurückbekommen. Das Problem ist, und das sagen die Grünen auch inzwischen mit Spitzenpolitikern an erster Stelle sehr klar, sie haben keine Idee, wie sie das tatsächlich machen wollen. Das ist natürlich ein enormer Verwaltungsaufwand, der dabei entsteht. Und diese Antwort sollte man zumindest geben. Handelt es sich doch hierbei um einen der zentralen Knackpunkte, wo das Grünen-Programm auch angreifbar ist. Kernpunkte der Grünen. Klimaschutz-Sofortprogramm. 100% erneuerbare Energien bis zum Jahr 2035. CO2-Preis ab 2023 bei 60 Euro pro Tonne. Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Der Klimaschutz ist aber nicht nur Thema bei den Grünen, sondern auch in allen anderen Wahlprogrammen. Vor allem bei den Linken finden sich ja durchaus radikale Forderungen. Wie sehen die konkret aus? Ja, die sehen im Wesentlichen schon so aus, dass die Linken zwar auch ähnlich wie die Grünen halt hingehen, sagen, der Verbrennungsmotor soll ab 2030 nicht, also es soll keine Neuzulassung für Verbrennungsmotoren geben. Vor allen Dingen will die Linke aber beispielsweise Kurzstreckenflüge bzw. Flüge, die Ziele erreichen sollen, die 5 Stunden oder 500 Kilometer entfernt sind, wollen sie beispielsweise pauschal verbieten. Sie wollen Energiekonzerne komplett entmachten. Also da gehen schon die Überlegungen, wie stark man bestimmte Ziele auch forciert, deutlich weiter. Kernpunkte der Linken. Klimaneutralität bis 2035. Ablehnung des Emissionshandels. Umwelt- und Klimaschutz sollen Grundrechte werden. Ende der Kohleverstromung bis 2030. 20 Milliarden Euro für Industrie und Arbeitsplätze.
bei der SPD sieht es auch so aus, dass dass der Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft werden soll. Wie soll das umgesetzt werden? Bei der SPD sind die konkreten Vorschläge nicht wirklich zu finden. Also auch hier geht tatsächlich viel ein Stück weit über Anreize zu setzen, dass man beispielsweise bei Anschaffung eines Elektroautos gefördert werden soll oder bei einer energetischen Sanierung, also auch Heizung zum Beispiel auszutauschen. Im Wesentlichen Tempolimit spielt da ein Stück weit eine Rolle. Die SPD fordert aber schon seit über 15 Jahren, fast 15 Jahren fordern sie ein Tempolimit. Das haben sie aber bis jetzt auch nicht umgesetzt. Also in Teilen hat natürlich die SPD das Problem, dass viele ihrer Wähler, die auch vielleicht noch im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, auch gewisse Ängste mit klimapolitischen Maßnahmen, energiepolitischen Maßnahmen halt in Verbindung bringen und Angst haben, dass sie am Ende finanziell ruiniert sind. Kernpunkte der SPD. Klimaneutralität bis 2045. Stromversorgung bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien. EEG-Umlage bis zum Jahr 2025 abschaffen. Tempolimit haben Sie ja gerade schon angesprochen. Wie sind da die Konfliktlinien auch zwischen SPD und der Union? Ja, im Wesentlichen gibt es drei Parteien, die überhaupt erstmal gar kein Tempolimit haben wollen. Das sind Christdemokraten bzw. Christsoziale, die Liberalen, die FDP und halt die AfD. Ein Tempolimit haben wollen von 130 Grüne und Sozialdemokraten. Wer ein Tempolimit von 120 zum Beispiel haben will, ist dann wiederum die Linke. Also auch die sind hier nochmal ein bisschen stärker an diesem Punkt. Und das sind so im Wesentlichen, das ist eine Links-Rechts-Spaltung, die man da sieht. Also bürgerliche und eine rechtsextreme Partei auf der einen Seite und sozialdemokratisch-grüne und Linke auf der anderen im Prinzip. Das heißt, die Union ist gegen ein Tempolimit. Was sind denn dann deren Pläne, um unser Klima zu schützen? Viel läuft bei der Union tatsächlich über das Konzept, dass man auch CO2-neutral bis 2045 sein will, auch übrigens genauso wie die Sozialdemokraten, zumindest im Wahlprogramm. Bei der Union wird tatsächlich viel mehr auf Innovation gesetzt. Also man will auch eine CO2-neutrale Industriepolitik machen. Und das ist natürlich gerade für die Bundesrepublik Deutschland, eine Industrienation, enorm wichtig, eben diese Symbiose natürlich auch zu schaffen. Wie kann ich klimaverträgliche Industriepolitik machen? Auch Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ja immerhin, hat natürlich gerade zu Hause als Heimvorteil, dass er genau diese Themen ja kennt, weil genau diese Interessen, Klimaverträglichkeit und Industriepolitik ja in NRW und in Struktur oder vom Strukturwandel begriffenen Regionen sehr stark aufeinandertreffen. Viel läuft aber tatsächlich über Innovationen setzen und möglichst wenig Vorschriften zu machen an der Stelle. Kernpunkte von CDU und CSU. EEG-Umlage abschaffen. Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Europäischen Emissionshandel ausbauen. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz fördern. Bei den Liberalen geht es ja eigentlich in jedem Politikfeld um Innovationen zu fördern. Und ist das auch beim Thema Klimaschutz so? Auf jeden Fall. Also von allen Parteien hat auch tatsächlich die FDP, was das Ziel der CO2-Neutralität angeht, zeitlich von der Perspektive das am wenigsten ambitionierteste Ziel. Also man will bis 2050 CO2-neutral sein. Was die FDP aber macht, sie geht halt beispielsweise hin und hat sehr klare Vorstellungen davon, dass ein Zertifikatshandel, ein Emissionshandel international organisiert werden soll, der sich über alle Teilbereiche der Gesellschaft erstrecken soll, also nicht nur beispielsweise in den Verkehrsbereich. Es geht dann darüber hinaus weiter, dass man Innovationen beispielsweise ansetzen möchte und fördern möchte. Also wenn es um den Verbrennungsmotor beispielsweise geht, sagt die FDP ganz klar, dass man verrückt wäre, den Verbrennungsmotor zu verbieten, weil man natürlich auch irgendwie Technologien gerade entwickelt werden oder Kraftstoffe, die CO2-neutral sind oder sein könnten. Das heißt also, hier verfolgt man einen sehr starken oder eine Akzentverschiebung auf jeden Fall dahingehend, dass man schon auch am Pariser Klimaschutzabkommen festhält, aber der Weg, der dorthin geht, sich sehr stark unterscheidet von dem beispielsweise, was die Grünen wollen. Und das ist natürlich im Spannungsfeld Wirtschafts- und Klimapolitik
ist das auf einer Linie verhandelbar, kriegt man das zusammen, ist natürlich spannend, auch vor dem Hintergrund möglicher Koalitionsgespräche, wenn es denn zur Jamaika-Verhandlung wiederkommen würde. Es hört sich auch mehr danach an, wir vertrauen auf die Forschung, auf Innovationen, die noch kommen könnten, anstatt konkrete Vorgaben zu machen. Ja, konkrete Vorgaben sind tatsächlich nicht unbedingt Teil in diesem FDP-Programm, aber man hat sehr konkrete Ideen trotzdem, wie man das Ziel erreichen will. Also die FDP setzt sehr stark auf das Thema Aufforstung der Wälder und setzt da auch klare Akzente. Zum Beispiel in ihrer aktuellen Wahlkampagne haben sie das sogar als Plakatmotiv untergebracht. Also es gibt da schon Ideen, aber die sind natürlich, also die Frage ist halt immer, ist das ein Roulette-Spiel, wo man quasi alles jetzt auf eine Farbe und eine Zahl setzt und abwarten muss, ob sich das auszahlt? Das ist natürlich ein risky Business, weil man weiß nicht, kommt die Innovation oder kommt sie halt nicht. So, aber tatsächlich, das Vertrauen setzt die FDP hier auf die Wirtschaft, die selber umsteuert und dann im Prinzip eine staatliche Regulation unnötig macht. Kernpunkte der FDP. EU-Emissionshandel ausweiten. Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Europäische Wasserstoffunion gründen. Klimadividende einführen. Ausgleich für den CO2-Preis. Klimapolitik international abstimmen und weltweit einheitlicher CO2-Preis. Die AfD ist in dem Spektrum, das wir hier besprechen, die einzige, die das Problem des Klimawandels eher als Klimahysterie bezeichnet. Mhm. Kommt das Thema ansonsten irgendwie inhaltlich konkret noch vor im Wahlprogramm? Ja, im Wesentlichen werden zum Beispiel die Grünen hier auch sagen, Klimaschutz muss ins Grundgesetz rein und man sollte halt jedes Gesetz und jedes Vorhaben unter klimapolitischem Vorbehalt immer diskutieren und entscheiden. Geht die AfD wirklich hin und sagt, erstens, das Klima ist nicht per se schutzfähig. Zweitens, dadurch, dass wir mehr CO2 in der Luft haben, hat sich die Erde mehr ergrünt. Und drittens sagt die AfD, man muss dem Klimawandel positiv begegnen. Das heißt also, ja, Sie haben gerade schon gesagt, von der AfD wird auch von einer Klimahysterie gesprochen. Steht sogar im Wahlprogramm. Es steht sogar im Wahlprogramm, genau. Die Probleme werden bei der AfD einfach nicht dort gesehen. Man umarmt das Problem, anstatt dass man es irgendwie als Problem, was man vom Menschen gemacht ansieht und deswegen auch bekämpfen könnte. Kernpunkte der AfD. Ablehnung des Ziels, CO2-Emissionen auf Null zu senken. Pariser Klimaabkommen kündigen. CO2-Besteuerung abschaffen. Kein Ausstieg aus Kohleverstromung und Kernenergie. Unterm Strich können wir also festhalten, so gut wie alle Parteien haben sich dem Klimaschutz verpflichtet und sie wollen eigentlich auch auf dem 1,5-Grad-Pfad weitergehen, den ja das Pariser Klimaabkommen vorgegeben hat. Ob die Ziele dafür reichen, bezweifeln zwar Wissenschaftler, aber ich würde gerne trotzdem von Ihnen wissen, wird die Bundestagswahl denn dieses Jahr zur Klimawahl? Das kann man tatsächlich jetzt noch gar nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass in den letzten Jahren und Monaten das Thema Klimaschutz und Klimapolitik wichtiger geworden ist. Mit Vereinigungen oder Netzwerken wie Fridays for Future ist das Thema natürlich auch deutlich sichtbarer nochmal auf der Straße auch geworden. Die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens sind nahe terminiert. Langsam aber sicher müssen Reformprojekte umgesetzt werden, um diese Ziele noch erreichen zu können, weswegen es auch im Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Ob das dann tatsächlich aber ausschließlich eine Klimawahl ist oder ob da auch andere Faktoren wie das Corona-Management, Corona-Krisen, wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle spielen, das weiß man tatsächlich erst am Tag der Wahl, nämlich dann, wenn Nachwahlbefragungen veröffentlicht werden, wenn später Studien entstehen. Das kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt so noch gar nicht absehen.